So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und es ist soweit. Nicht nur, dass um 10 Uhr das Meisterdetektiv Pikachu Event beginnt, nicht nur, dass ich Müll wegbringe, heute mit einer Sensation. Das sind keine Windeln, das sind diesmal Kartons. Zum Pikachu Event gibt es natürlich besondere Spawns, das haben wir euch ja im Infovideo schon gesagt. Aber es gibt auch eine befristete Forschung, die wollen wir heute machen. Und da der Hannes mir ja dieses schaurig schöne Ticket besorgt hat, gibt es auch zu jedem Event im Oktober, das sind 4 Stück, eine zusätzlich befristete Forschung, die man nur hat, wenn man sich dieses Ticket besorgt hat. Was da drin ist, was es da gibt, zeigen wir euch gleich. Zuerst müssen wir jetzt hier diese Kartons irgendwie mal hier in den Käfig rein. Sie beim Wrestling, so Käfigmatch, schön reingepfropft. Wunderbar. So, Klappe zu, Affe tot, sagen wir immer. Und danke nochmal an Hannes, wie gesagt, für das Ticket. In der ersten Forschung müssten ja, glaube ich, 3 gratis Raid-Pässe am Ende rauskommen. Die werde ich noch nutzen, wenn der Hannes dann da ist, für eine kleine Schlinking-Raid-Tour. Um jeden Tag Schlinking zu machen, für eben auch dann Shiny Schlinking. Aber das ja erst am Freitag. Heute ist Donnerstag, heute gibt es die Forschung, heute das Event. Freitag Raid-Boss-Wechsel. Ihr werdet das sehen, wenn ihr den Kanal verfolgt. Kriegt ihr immer alles mit. So, das Event ist gestartet. Ihr seht, hier sitzen lauter Sachen rum, die sonst nicht da sitzen. Wie vor allem halt dann dieses Pikachu, wenn ich mal in die Nearby-Liste gucke. Wenn sich nicht gerade die App aufgehangen hätte. Das ist wie beim letzten Mal. Du startest die Forschung, App hängt sich auf, perfekt. Ich glaube, jeder andere würde das rausschneiden. Wir müssen das drin lassen, dass ihr seht, wie buggy die App ist. Ne? Ich hoffe, das lädt jetzt schnell. Ist ja wieder hier auf dem iPhone aufgenommen. Das nehme ich ja immer, wenn ich die Videos mache. Ansonsten spiele ich mit einem Samsung. Gehen wir jetzt mal hier in die Nearby-Liste. Da seht ihr überall Schatten. Was das ist, das müsste Koryogel sein. Dann müsste hier Xatus sein. Das müsste Legios sein. Da sitzt auch das Detektiv Pikachu rum. Was natürlich Shiny sein kann. Bisher eines der seltensten Shinies war, weil es das eigentlich offiziell gar nicht gab. Nur durch einen Fehler. Wenn ihr jemanden kennt, der das hat, schreibt es mal rein. Und hier jetzt die 2 Forschungen. Befristete Forschung für Meisterdetektiv Pikachu. Gibt 2 Seiten, ihr habt 4 Tage Zeit, dreh 5 Stops, schließ 3 Feldforschungen ab, schließ 6 Feldforschungen ab, erkunde 1 Kilometer und verdiene einen Bonbon durchs Erkunden. Da gibt es, glaube ich, überall das Pikachu. Und vom Hannes, seinem Ticket, habe ich jetzt noch 3 Schnappschüsse, 5 Schnappschüsse, 10 Schnappschüsse und 15 Schnappschüsse von Pokémon im Freien machen. Plus 5 Bären beim Fangen verwenden, 30 Pokémon fangen und 10 Bären beim Fangen verwenden. Und guckt euch mal an, was es für 5 Euro den ganzen Monat lang gibt. Und das ist erst Teil 1, es kommen noch Teil 2, 3, 4. 1000 Staub, 6 Beleber, noch mehr Staub bis 2,5 Staub. Andere Hypertränke hier, TMs, nochmal TMs, Raid-Pässe, 3000 EP. Für mich auf jeden Fall ein richtig geniales Ticket, was ich selber nicht kaufen durfte, aber Hannes das gekauft hat. Wir lösen jetzt ein bisschen was und melden uns dann zurück und tippen natürlich mal einen Pikachu an, beziehungsweise beide, die hier sitzen. Vielleicht ist ja ein Shiny dabei, das ist schon mal keins. Wir nehmen mal das zweite, das ist auch keins, aber schön, wie es mit seiner Lupe direkt am Anfang ankommt. So, wir stehen jetzt hier beim Kaufland. Jetzt muss ich mal kurz reingucken, weil ihr habt ja jetzt hier die Aufgaben. Auf dem Weg zum Kaufland sind die Kilometer sogar schon fertig geworden. Jetzt muss ich schauen. 5 Pokestops oder Arenen. Ist leider nichts hier, was wir drehen können. Da sitzen aber ein paar Pokémon. Was haben wir noch? Feldforschungsaufgaben. Das ist erstmal wichtig, denn wenn wir rüber gucken, habe ich sogar 3 Feldforschungen. Verwende 5 Himbeeren. Fange 5 Pflanzen oder Käfer, einer fehlt noch und 2 gute Curveball-Würfe hintereinander. Himbeeren, Käfer, Pflanze, Curven. Ist hier eine Pflanze dabei oder ein Käfer? Da ist eine Biene, das ist doch Flug und Fee. Das ist Fee und Käfer. Dabei nehmen wir jetzt mal eine Himbeere. Verdammt, ich habe nur eine. Wir müssen versuchen jetzt noch einen Curve hintereinander zu landen. In gut. Das sitzt wieder komplett anders als der ganze Rest, aber für die Aufgabe, eine Pflanze zu fangen oder eben einen Käfer zu fangen, können wir das ja jetzt nutzen. Ich habe auch gestern wieder gemerkt, wie unglaublich doof es ist, wenn ihr die ganze Zeit auf dem Samsung Galaxy spielt und dann plötzlich umswitcht und fürs Aufnehmen auf ein iPhone geht, weil der Bildschirm einfach ganz anders ist. Die Entfernungen sind wieder anders. Jetzt sind noch neue Pokémon da. Das ist... Du sitzt gemütlich da, curvst mit dem Daumen immer.
wenn du das iPhone hast, das ist gefühlt breit wie ein Toaster, funktioniert das gar nicht mehr. Du musst dann immer zwei Hände nehmen. So, die Pflanze ist auf jeden Fall fertig. Zwei Curveball-Würfe hintereinander. Das können wir jetzt mal hier beim Fukano probieren, indem wir hier einmal einfach so werfen. Großartig. Da fühlst du dich total unsicher. Bei dem iPhone wischst du so, du hast immer das Gefühl, der sackt ab und er ist zu niedrig. Bei dem Galaxy ist es irgendwie viel besser, du hast da mehr Feeling drin. Vielleicht liegt es auch an der, weiß ich nicht, an der Panzerfolie, die da drauf ist. So, lande 1, 2 hintereinander, der hat kurz abgewehrt. Vielleicht sollte man beim zweiten warten, bis er angreift oder so. Aber der ist ja jetzt eh drin. Wir machen das jetzt, wir machen die zwei Curves hintereinander auf jeden Fall. Da ist Fukano nochmal, wir curven nochmal, wir schießen und wir haben den zweiten auch drin. Der komischerweise nicht dazu zählt. Eigentlich müsste er unten jetzt anzeigen. Er zeigt aber gerade nicht an. Dann haust du halt ab. Perfekt. Es haut alles ab, aber für die Aufgabe ist es jetzt auch fertig geworden. 5 Himbeeren. Das Problem ist, ich habe keine Himbeeren. Ich muss jetzt wieder Pokestops drehen, dass ich mit den gedrehten Pokestops Himbeeren bekomme. Und dann passt das auch. So, das ist weg. Das ist weg. Das ist weg. Da brauchen wir nochmal Aufgaben. Und insgesamt müssen wir sowieso 6 Feldforschungen machen. Den Rest, was da mit Schnappschüssen ist, das gucken wir uns gleich an. So, vom Kaufland zum Disco. Wir stehen auf dem nächsten Parkplatz. Pupsi und Marie sind gerade reingegangen. Die kaufen noch was. Schon das zweite Mal. Wir müssen noch Aldi und Rewe. Ich gucke so lange noch mal in meine Forschung rein, wie weit wir jetzt denn sind. Solange wir die einkaufen, zocke ich immer ein bisschen. Versuche dann kurz auch was abzufilmen, dass man das ja erledigen kann nebenbei. Meisterdetektiv Pikachu sagt uns, wir brauchen noch eine Feldforschungsaufgabe. Wenn wir hier rüber gucken, sehe ich, ich muss noch eine Himbeere verwenden, bei einem Pokémon zu fangen. Da können wir ja jetzt mal dieses Carpador nehmen, haben genau eine Himbeere. Wir suchen jetzt dieses Carpador mit der einen Himbeere zu fangen. Großartiger Wurf. Dann müsste die Feldforschung fertig sein und dann müsste die Meisterdetektiv-Pikachu-Forschung erstmal fertig sein, wo wir dann alle Sachen abholen können. Dazu gehen wir jetzt das hier abholen, was auch immer da drin ist. Ein Burmi. Burmi brauche ich auch wieder alle Pokédex-Einträge. Hauen wir einfach mal drauf. Ist bestimmt drin, genau. 29 von 30 Pokémon gefangen, aber da gucken wir gar nicht drauf. Gucken jetzt in den Heute-Tab und holen jetzt hier diese ganzen Pikachus ab. Da ist nämlich schon eins mit 390. Wir fangen uns jetzt einfach durch und merken uns den höchsten Wert. Auch 390, das kann doch nicht sein. Es ist aber auf jeden Fall ein anderes, nicht dasselbe nochmal. Das ist nicht drin geblieben, das hat nicht geklappt. Vielleicht sollte man nicht immer den Schnellfangtrick nutzen, sondern halt eher mal ordentlich spielen. Aber wir schleudern uns jetzt einfach hier durch, er ist immer noch nicht drin. Ich nehme jetzt einfach blaue Bälle. So, das ist der Kreis nämlich statt orange plötzlich hellgrün. Kann man das als hellgrün bezeichnen? Er ist drin. Hoffentlich haben wir mal was über 400. 369. Es wird also schlechter. Ich finde es schön, dass diese Animation mit der Lupe am Anfang da ist, aber ich glaube, die werdet ihr nur kurz da sehen und dann nie wieder. 397 ist das höchste bis jetzt. Vielleicht, wenn man das im Beutel hat und drauf drückt, ob das da die Lupe nochmal vorholt. Oder beim Pushen 392. Das ist auch nix. Und jetzt können wir noch die Belohnung abholen. Okay. Und haben sogar noch eine zweite Seite. Sehe ich gerade. Auf der zweiten Seite steht: Wähle mit Bedacht, du kannst nur einen Pfad auswählen und du bleibst auf diesem Pfad bis zum Ende der Forschung. Serbifoy baut's Mogelbaum. Serbifoy finde ich als Serbiroyal richtig hässlich. Das ist wieder so elegant für Damen. Bautz finde ich richtig hässlich. Das sieht aus, wie als können sie sich nicht entscheiden, ob es für Damen oder Herren sein soll. Mogelbaum ist einfach nur Mogelbaum. Das andere sind zwei Starter, die haben noch zwei andere Entwicklungen. Ich nehme einfach Mogelbaum. Der ist einfach, wie er ist. Er freut sich auch immer total. Deswegen nehme ich jetzt den Mogelbaum. Was ich jetzt da habe davon, weiß ich nicht. Denn hier steht einfach nur, dreh einen Pokestop oder eine Arena. Hier ist ein Pokestop. Wenn ich laufe mal zu einem Pokestop dann hin und drehen mal und gucken, was passiert. Ich dachte, er kommt jetzt ein Pfad mit lauter Aufgaben dafür. Ein schaurig schönes Ticket. Sind jetzt die Aufgaben auch fertig? Wir müssen noch Schnappschüsse machen. Ich glaube, wir laufen mal zum Pokestop oder wir machen den Rest. Wir machen den Rest beim Aldi und beim Rewe.
Aber bevor ich es vergesse, ich muss die Pikachus noch bewerten, die hier rauskamen. Hier 390. Ist das gut, ist das schlecht? Das hat auf jeden Fall 15 Angriff. Das wird besser. Das wird schlechter. Das ist ein 397er mit 14, 14, 15. Ja, und das war's. Und wenn wir jetzt hier drauf drücken, hüpft er zwar in die Luft, aber er holt nicht. Der holt die Lupe. Warum? Verstehe ich nicht. Jetzt auch. Beim Durchswitchen holt er also seine Lupe trotzdem noch hervor. Habe ich noch nicht gesehen. So, wir drehen den Stop. Wir melden uns beim Aldi wieder. So, unseren dritten Streich befinden wir uns jetzt natürlich beim Aldi und beim Rewe auf dem Parkplatz. Ne? Da seht ihr auch mal die unterschiedlichen Parkplätze. Hier ist zum Beispiel auch eine Arena, was sehr gut ist, denn für die Aufgabe habe ich ja eigentlich, dreh einen Pokestop oder eine Arena, da werden wir die gleich mal drehen. Und immer wenn ich jetzt hier einkaufen gehe, mache ich die Arena. Mir ist scheißegal, wer da drin sitzt oder wie lange da jemand sitzt oder irgendwas. Ich bin einkaufen, also mache ich die Arena. Da ist wieder ein Pikachu mit 391. Leider. 397 war das Beste, was wir hatten. Das war in 96er. Ich denke mal, das muss über 400 WP haben. Dann ist es vielleicht ein 100%iges. Wichtiger wäre eigentlich das Shiny. Der Account hat jetzt nämlich kein einziges Shiny Pikachu. Das wäre das erste dann, was ein Kostüm anhätte. Das Ding kann man jetzt sogar entwickeln. Ich weiß gar nicht, ob das damals ging. Ich glaube nicht. So, holen das jetzt hier ab. 25 EP, das ist auf jeden Fall fett. Das war die ganze befristete Forschung von Meisterdetektiv Pikachu. Und jetzt habt ihr hier noch, macht 3 Schnappschüsse, 5 Schnappschüsse, 10 Schnappschüsse, 15 Schnappschüsse von Pokémon im Freien. Und ich weiß nicht, an sich ist die Aufgabe total sinnlos, denn du gehst auf ein Pokémon, drückst hier und dann machst du 1, dann machst du 2, dann machst du 3, dann machst du 4, du machst 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ist schon die 12 übrigens, 13, 14 und 15. Wer also dachte, man braucht 15 verschiedene Pokémon oder man kann das nur einmal bei einem Pokémon machen, der liegt völlig falsch. Ihr könnt total stumpf und sinnlos auf ein Pokémon drauf und einfach 15 Mal ein Bild machen. Das ist auf jeden Fall cool. Das sind die Tipps, die ihr braucht, um schnell und erfolgreich durch eure Forschung zu kommen. Jetzt gehen wir hier zurück. Ist jetzt auch egal, ob das drin ist. Wir wollen jetzt die Belohnungen abholen, denn das ist das Ticket, was der Hannes mir geschenkt hat, was Teil 1 ist vom Schaurig-Schön-Ticket. Nehmen wir alles mit, kriegen hier noch ein paar TMs, die auch gut sind. Denn selbst wenn ich jetzt ein paar coole Pokémon habe und die Attacken nicht stimmen, muss ich ja die Attacken ändern. Kann ich ja meistens nicht, weil ich keine TMs habe. Am coolsten finde ich auf jeden Fall die 3 Premium-Raid-Pässe für die Schlingking-Raid-Tour, die ich dann vorhabe mit dem Hannes. Und dann ist das schon die komplette Forschung jetzt gewesen. Von Pikachu, von Teil 1, vom Halloween. Ich bin mal gespannt, nächsten Donnerstag gibt es ja den Teil 2 von dem Halloween-Dings. Und dann Teil 3, Teil 4. Hier sitzt alles voll mit Loturzel. Das hätten jetzt alles Mogelbaum sein müssen. Ich weiß immer noch nicht, was der Pfad ausgemacht hat, dass ich Mogelbaum gewählt habe, wenn nirgendwo Mogelbaum sitzt. So, wahrscheinlich ist Mogelbaum eine Mogelpackung und beschert euch Loturzel. Das war es ansonsten von meiner Seite aus. Habt ihr was Gutes gehabt in eurer befristeten Forschung mit Pikachu? Habt ihr vielleicht einen 100er bekommen? Habt ihr vielleicht einen Shiny bekommen aus der befristeten Forschung? Schreibt's mal rein. Habt ihr euch das schaurig schöne Ticket geholt? Schreibt's mal rein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.